Hallo und herzlich willkommen aus der Hamburger Speicherstadt zum Webinar Thread-Synchronisation, das Nadelöhr der parallelen Programmierung. Wenn man mit Threads arbeiten möchte oder auch muss, dann stellt sich schnell das Problem, dass man die verschiedenen Programmteile, die nun nach oftmals schweißtreibender Arbeit parallel ausgeführt werden, auch wieder einfangen muss, um sie entweder noch während oder auch nach ihrer Arbeit miteinander in Einklang zu bringen bzw. Daten auszutauschen. Hier gibt es, nebenbei bemerkt, völlig unabhängig von der jeweiligen Programmiersprache, eine Reihe an Standardwerkzeugen, mit denen man Threads synchronisieren kann. Unser Ziel im Rahmen dieses Webinars ist es, besagte Werkzeuge kennenzulernen, sie bewerten zu können, um uns dann künftig souverän für das eine oder andere entscheiden zu können. Gerade noch zu meiner Person. Wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Daniel Wolf. Ich bin Embarcadero MVP. Meine berufliche Heimat habe ich jetzt im Miniatur Wunderland in Hamburg als Softwareentwickler gefunden. Unter der Adresse danielwolf.eu findet ihr meinen Delphi-Blog, bei dem ich momentan leider zu selten dazu komme zu bloggen, aber ab und an passiert es dann doch noch. Und viele von euch werden wahrscheinlich die Delphi-Praxis kennen, das Forum, das ich zusammen mit einigen anderen vor vielen Jahren aus der Taufe gehoben habe und das bis heute noch ein sehr erfolgreiches und agiles, aktives Forum ist. Ich bin Delphianer seit Version 1 mit Herzblut dabei. Ja, was erwartet uns heute? Werfen wir einen Blick auf die Agenda. Wir werden uns zunächst kurz vergegenwärtigen, warum man Programmteile überhaupt synchronisieren muss und welche Probleme entstehen können, wenn man das nicht macht. Wir werden dann auf Themen zu sprechen kommen, wie die Race Condition, den Deadlock, den Live Lock und das Busy Waiting. Und ich werde auch noch kurz erklären, warum man da mit Anglizismen um sich schmeißt. Ja, danach sehen wir uns die Standardmechanismen an, um zu verstehen, wie das Thema eigentlich funktioniert. Wir werden auf Synchronize zu sprechen kommen, auf die Critical Section, den Monitor, den Mutex, den Semaphor, ein Event und zum Schluss werden wir noch ein Fazit ziehen. Während wir uns mit den eben genannten Werkzeugen befassen, betrachten wir auch kurz, was alles an seltsamen Dingen passieren kann, wenn man es mit dem Synchronisieren übertreibt. Vorwegnehmen möchte ich schon, dass die gute alte Faustregel viel hilft viel hier nicht greift. Ja, viele Entwickler empfinden die Welt der Threads als bedrohlich, geradezu lebensfeindlich. Dennoch sage ich, stellt eure Rückenlehnen senkrecht, zieht die Sitzgurte fest, wir stellen uns nun den Übeln, die die parallele Programmierung für uns bereithält. Ja, warum ist Synchronisation eigentlich überhaupt nötig? Erstmal ganz allgemein, welche Arten von Problemen können eigentlich auftreten, wenn man Threads unkontrolliert aufeinander loslässt? Gehen wir einfach mal ein paar Szenarien durch, die Reihenfolge ganz bewusst ohne Wertung, denn wir wissen alle, am Ende beißt uns eh immer das Problem, welches wir am wenigsten erwartet hätten. Fangen wir mal an mit einem Klassiker, der sogenannten Race Condition. In deutschsprachiger Literatur findet man ab und an hierfür die Begriffe kritischer Wettlauf oder auch Wettlaufsituation. Beides ist mir ehrlich gestanden ein bisschen zu sperrig, sodass ich bei der Race Condition bleiben werde. Gut, was ist das Dingens nun? Eine Race Condition tritt zum Beispiel auf, wenn zwei oder mehr Threads auf gemeinsame Ressourcen zugreifen und diese zeitgleich verändern. Wenn jetzt von gemeinsam genutzten Ressourcen die Rede ist, dann klingt das manchmal so, als bräuchte man dafür ein halbes Rechenzentrum, um das nachzustellen. Quasi als ob das nur die Probleme anderer Leute wären. Ha, weit gefehlt. Es kann sich bei dieser Ressource im einfachsten Fall auch um eine einzige, schnöde Variable handeln. Werfen wir doch einfach mal einen Blick auf ein Beispielprojekt. Ich habe das Delphi schon hochgeheizt. Tada, da ist es. Gucken wir mal an, was hier passiert. So, ich habe hier einen Thread programmiert, eine ganz einfache Klasse, abgeleitet von tthread, überschreibt die Methode execute, ganz banal. Wir haben hier unsere globale Ressource, eine einfache Variable. Und was treibt unser Thread? Hat hier eine Schleife von 1 bis 1 Million und zählt besagte Variable einfach hoch. Was heißt Hochzählen eigentlich? Vereinfacht dargestellt passieren hier drei Schritte.
Hole den Wert aus der variablen Zähler in einen lokalen Zwischenspeicher. Addiere auf diesen Zwischenspeicher 1 drauf. Schreibe den neuen Wert zurück in die Variable Zähler. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen ins Hauptprogramm, sehen wir, dass ich zwei Threads deklariert habe, zwei Threads erzeuge, anstarte, auf deren Ende warte und mir am Ende mal anschaue, was in der Variablen Zähler eigentlich drin steht. Gehen wir nochmal zurück. Zähler startet mit dem Wert 0. Die Schleife läuft von 1 bis 1 Million. Wenn zwei Threads das tun, erwarte ich, dass am Ende 2 Millionen, der Wert 2 Millionen im Zähler steht. Drücken wir mal tapfer F9 und stellen fest, das ist nicht mal gerundet, 2 Millionen, da fehlt so ein bisschen was. Das könnte man jetzt pauschal unter verlustbehaftete Datenkompression abbuchen, aber ganz ehrlich, es ist einfach nur grottenfalsch. Wir sagten ja schon, das ist hier in dieser Zeile, sind es eigentlich drei Anweisungen, die da passieren, das Holen der Variable Zähler, eins drauf addieren und eins zurückschreiben. Ja, wenn dazwischen nun der andere Thread seine kleinen schmutzigen Finger an die Variable legt, dann ist der Fehler buchstäblich vorprogrammiert. Als Randnotiz, allein um die Grässlichkeit dieser Art von Fehlern zu unterstreichen, lassen wir die Schleife beispielsweise nur bis 100 laufen, speichern und starten das Programm erneut. Dann kriegen wir einen absolut korrekten Wert. Es geht. Hieraus nun den Schluss zu ziehen, dass im Zahlenraum bis 100 keinerlei Probleme auftreten können, das wäre verfrüht. Die Situation zeigt allenfalls, wie wichtig das Testen von Programmcode ist. Das gilt selbstverständlich generell, aber insbesondere auch hier bei den Threads. Ungeachtet der Tatsache, dass viele Probleme, mit denen ihr euch konfrontiert seht, natürlich nennenswert komplexer sind, ist das hier zwar ein einfaches, aber absolut valides Beispiel. Für diesen Spezialfall hier, dass eine Variable hochgezählt wird, gibt es eine besonders einfache Lösung, die ich kurz nennen möchte. Und zwar die sogenannten Interlocked-Funktionen, die eine Addition, wie wir sie hier sehen, als atomare, also untrennbare Aktion durchführen können. Häufig findet man eine Referenz auf die Funktion Interlocked-Increment, die tadellos funktioniert, ihrerseits aber von Windows als API-Funktion zur Verfügung gestellt wird. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm, es funktioniert auch. Ich mache die Schleife erstmal wieder ein bisschen größer. Und dann gucken wir uns mal an, was hier mit Interlocked Increment passiert. Zähle die andere Zeile, kommentiere ich mal aus, speichere das Ganze ab, drücke tapfer F9. Wir lassen das Programm laufen und kriegen, tada, direkt das richtige Rechenergebnis. Ja, Interlocked Increment, eine Windows-API-Funktion, ist natürlich ganz putzig, aber spannend wird es dann, wenn man mit diesem Code auf andere Plattformen gehen möchte. Seien es macOS, Android, iOS oder, wie man so munkeln hört, bald ja auch Linux. Und da holt man sich halt mit dem Versuch, eine WinAPI-Funktion aufzurufen, sehr schnell eine blutige Nase. Vor diesem Hintergrund ist es deutlich sinnvoller, gleich auf die von Delphi mitgebrachte Kapselung zurückzugreifen und das Objekt tInterlocked zu nutzen. Die Funktionalität ist identisch und das auf allen Plattformen. Also kommentieren wir auch diese Zeile mal aus. tInterlocked.increment Zähler. Mal kurz anstarten, das richtige Ergebnis kommt. Und diese Lösung ist eben plattformübergreifend gültig. Was passiert jetzt eigentlich genau in dieser Zeile? Es wird dafür gesorgt, dass unsere Variable von einem gegebenen Zeitpunkt stets nur von einem Thread hochgezählt werden kann. Klingt, als hätten wir das Problem gelöst. Aber es steht bedauerlicherweise ein neues im Raum. Wenn unsere Variable e stets nur von einem Thread zur Zeit hochgezählt wird und sich alle anderen Threads artig nacheinander anstellen müssen, ja, dann ist das wie im echten Leben auch teilweise mit Warten verbunden. Und da stellt sich insbesondere in so einem trivialen Beispiel die Frage nach dem Sinn von Threads. Da dieses Beispiel nicht viel macht, haben wir nun den gesamten Code quasi serialisiert und jeglichen Ansatz von Parallelität im Kern erstickt. Wenn man weite Teile seines Programmcodes, und hier in unserem Beispiel gar 100%, synchronisiert, dann ist klar, dass da kein großartiger Geschwindigkeitsvorteil mehr herauskommen kann. Im Gegenteil. Threads bringen eine zwar geringe, aber dennoch messbare Grundlast mit.
Wir müssen also zusehen, dass die Menge an parallel abgearbeitetem Programmcode groß genug ist, damit wir unterm Strich von dem ganzen Aufwand, den wir mit den Threads haben, auch entsprechend profitieren. Eine Strategie, die ich hier im Wunderland bei unserer Schiffsteuerung einsetze, ist es, nicht jede einzelne Änderung sofort zu synchronisieren. Meine Threads ziehen sich eine Arbeitskopie der Datenobjekte, hampeln dann eine Weile darauf herum und schieben die Änderungen am Ende gesammelt wieder zurück. Dieser Ansatz funktioniert bei uns ausgesprochen gut und es ist auch noch kein Schiff abgesoffen, was ich schon mal schamlos als Erfolg verbuche. Ah, ich schweife ab. Schnell nochmal zu ein paar weiteren Schreckensszenarien der Thread-Programmierung. Da wäre zum Beispiel der Deadlock. Deutschsprachige Literatur spricht, Obacht, gern von einer Verklemmung. Später dann konsequenterweise von einer Verklemmungsverhinderung. Also sperriger geht's echt kaum noch. Gestattet mir bitte, auch hier im Englischen zu bleiben und weiterhin das Wort Deadlock zu nutzen. Ja, so eine Situation tritt dann auf, wenn zwei oder mehr konkurrierende Threads auf die Beendigung des jeweils anderen warten, diesen aber meistens unabsichtlich blockieren. Vorstellen kann man sich das mit einem Beispiel aus dem echten Leben. Stellt euch eine Straßenkreuzung vor, es gilt rechts vor links. Vier Autos kommen quasi gleichzeitig an die Kreuzung. Jeder wartet nun darauf, dass das von ihm aus von rechts kommende Fahrzeug zuerst losfährt. Es ist klar, dass die allesamt im Kreis aufeinander warten und so ohne weiteres keiner mehr vom Fleck kommt. Ein anderes, eher häufig bemühtes Beispiel sind die sogenannten speisenden Philosophen. Auch hier kommt es zu einer gegenseitigen Blockierung, weil die Herrschaften zum Speisen gleichzeitig Messer und Gabel benötigen, letztere aber nur in zu geringer Anzahl vorhanden sind. Dann ist es halt wie im wahren Leben auch, dass Teilen nicht immer nur gut funktioniert. Ich würde sagen, wir schauen uns das kurz anhand eines Beispiels an, das vielleicht ein wenig praxisnäher ist als vier speisende Philosophen. Wer hat die schon zu Hause? Wir haben hier irgendwo eine Demo zum Thema Deadlock. Genau. So, was haben wir hier? Eine parallele Vorschleife von 1 bis 10. I wird ausgegeben und am Ende sehen wir das Wort fertig. Gucken wir mal, was passiert. Tapfer F9 gedrückt. Und die Ausgabe ist relativ grässlich, also bis zu 5, vielleicht sogar bis zu 6 passt es noch halbwegs. Die 7 und die 8 schummeln sich dann noch mit in die Zeile der 6 hinein. Die 8 ist gar doppelt, die 9 wurde irgendwo auf halbem Weg vergessen und dann kommt die 10. Also ganz ehrlich, das ist nichts, was wir irgendwie brauchen könnten. Und offen gestanden auch nichts, was man direkt erwartet hätte, wenn man sich jetzt diesen Code anschaut. Nun, was man häufig hört, nutzt doch Synchronize. Na, das werden wir doch glatt mal tun. Das heißt, das Writen werden wir in ein tthread.synchronize packen. Enter zu und dann sollte es zumindest die naive Theorie, sagt es so, funktionieren. Gucken wir mal, was passiert. Ich drücke F9. Wir warten. Offensichtlich läuft die Schleife ein bisschen länger. Ich könnte es mir jetzt leicht machen, den Rest der Zeit gemeinsam mit euch auf den schwarzen Bildschirm schauen. Vorsichtig formuliert überzeugt das Ergebnis durch seine minimalistische Eleganz. Tatsächlich hängt es. Der Main Thread wartet auf das Ende des Aufrufs von tparallel.for. Dieses wiederum möchte seinerseits in den Main Thread hinein synchronisieren, der dafür aber aktuell gar kein Ohr hat. Der ist ja seinerseits auch schon blockiert. Eine mögliche Lösung bestünde darin, das tparallel.for seinerseits in einen Thread zu stecken, um den Main-Thread eben nicht zu blockieren. Hier kommt so ein Minimalbeispiel zugegebenermaßen an seine Grenzen. Klassischerweise müssen für einen Deadlock 4 Bedingungen erfüllt sein. Der Zugriff auf Ressourcen erfolgt jeweils exklusiv. Sie können also nicht zeitgleich von mehreren Threads beansprucht werden. Threads behalten ihre Ressourcen, während sie versuchen, Zugriff auf weitere Ressourcen zu erlangen. Ressourcen, die eben auch gerade von jemand anderem beansprucht werden. Und zwischen mindestens 2 Threads, das haben wir jetzt auch gerade hier gesehen, besteht eine zirkuläre Abhängigkeit, womit gemeint ist, dass die Threads gegenseitig aufeinander warten und sich auf diese Weise gegenseitig blockieren. Und eine weitere Bedingung kommt noch hinzu, ein Thread kann die von ihm genutzten Ressourcen nur selbst wieder freigeben. Es gibt keine übergeordnete Instanz, die sie ihm wegnehmen könnte.
Sind diese vier Bedingungen gegeben, dann haben wir es mit einem ganz klassischen und klaren Deadlock zu tun. Um einen Deadlock zu vermeiden, muss man dafür sorgen, dass wenigstens eine der oben genannten vier Bedingungen nicht erfüllt werden kann. Oft löst man dies durch Schaffen einer zentralen Instanz in Rolle eines Controllers, der die Ressourcenverteilung übernimmt. Exklusiven Zugriff aufheben durch zum Beispiel Spooling, das kennen wir vom Drucker, oder von der Virtualisierung. Alternativ könnte man die Strategie ändern, in der man Ressourcen zuteilt, nämlich dass man sie erst dann zuteilt, wenn alle Benötigten gleichzeitig frei sind. Eine weitere Strategie könnte sein, dass der besagte Controller die Ressourcen in stets derselben Reihenfolge zuteilt und die Freigabe in genau entgegengesetzter Reihenfolge funktioniert. Auch so vermeiden wir eine Verklemmungssituation. Jetzt habe ich das deutsche Wort auch schon gesagt. Ja, und dann gibt es natürlich noch die brachiale Methode, nämlich einem Thread Ressourcen, falls nötig, zu entziehen, um sie einem anderen Thread zuzuordnen. Das ist allerdings programmiertechnisch durchaus aufwendig, weil der Thread, dem gerade etwas weggenommen wurde, darauf natürlich adäquat zu reagieren hat. Das zum Deadlock. Das Gegenstück zum Deadlock gibt es auch, wer hätte es gedacht, das ist der sogenannte Live-Lock. Threads werden oft als Reaktion oder Antwort auf die Ergebnisse anderer Threads tätig. Wenn diese anderen Threads aber ihrerseits als Reaktion auf bestimmte Ergebnisse tätig werden, kann ein Zirkel entstehen, der als Live-Lock bezeichnet wird. Ähnlich wie bei einem Deadlock können die Threads nicht mehr mit ihrer eigentlichen Arbeit fortfahren, sind jedoch nicht im klassischen Sinne blockiert. Sie sind lediglich zu sehr damit beschäftigt, auf die Reaktionen der anderen Threads zu antworten. Sehr bildlich wird das oft durch zwei Personen beschrieben, die sich auf einem engen Flur entgegenkommen. Beide möchten sie sich ausweichen, wechseln jedoch auf dieselbe Seite, wo sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenseitig blockieren. Diese Situation erkennend, machen sie beide einen Schritt zur Seite, auf die jeweils andere Seite, wo sie sich erneut gegenseitig blockieren. Also machen sie wieder einen Schritt zur Seite, wieder auf die gleiche Seite und so weiter und so fort. Beide sind vollends damit befasst, dem jeweils anderen Platz zu machen und dennoch kommt keiner großartig vom Fleck. Schauen wir uns das doch mal kurz in Software an. Ausgangspunkt sind zwei Objekte, die ein gemeinsames drittes Objekt, hier in diesem Beispiel eine Datenbankverbindung, nutzen. Beide Objekte, schauen wir uns kurz an, sind sehr defensiv programmiert. Hier unten sehen wir das gerade mal. Sie kennen sich gegenseitig und schieben sich, wenn sie feststellen, dass das jeweils andere Objekt gerade aktiv ist, die Datenbankverbindung zu. Das sehen wir hier, wenn er merkt, dass sein Gegenüber, das er kennt, aktiv ist, dann sagt er der Connection, Moment, der andere ist jetzt gerade aktiv, ich reiche das gerade mal rüber. Und auf der Konsole sehen wir eben nur die Ausgabe, Übergabe der Datenbankverbindung an den anderen. Dieser Thread lebt natürlich in der Hoffnung, dass der andere dann endlich mal auf der Datenbankverbindung arbeitet, seine Arbeit beendet und dann dieser Thread hier aktiv werden kann. Nur dummerweise arbeitet der andere Thread nach genau derselben Strategie. Das ist ja beides mal dieselbe Klasse, die hier am Start ist. Und wenn wir das mal mit F9 tapfer starten, werden wir feststellen, dass die beiden sich diese Datenbankverbindung immer nur gegenseitig rüberreichen und sagen, ach nee, nimm du sie doch, nimm du sie doch, nimm du sie doch. Und so kommt eigentlich keiner, ich breche das hier an der Stelle mal ab, hier unten zu dieser Programmzeile, an der er sagen könnte, ja, ich arbeite jetzt endlich mal mit diesem dritten Objekt. Also das ist ein Beispiel für eine zu defensive Programmierung, die dann zu einem Live-Lock führt. Ein anderes Beispiel, jetzt gerade wo der Valentinstag durch ist, man denke an ein frisch verliebtes Pärchen, das vergeblich versucht, ein Telefonat zu beenden. Sie sagt, auch du legst zuerst auf. Er sagt, nein, leg du zuerst auf. Sie sagt, nein, du legst auf. Er sagt, nein, du legst auf. Und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das vorstellen. Gut, in diesem speziellen Fall könnte man die Situation natürlich schnell klären, indem man mindestens einem von beiden den Telefonhörer über den Schädel zieht. Aber das ist dann kein Softproblem. Gut, als letztes noch schnell zwei weitere Problemfälle wenigstens angerissen. Busy Waiting, auf Deutsch aktives Warten. Das ist nicht nur, aber auch bei Threads ein Problem. Veranschaulichen lässt sich das schön, wenn wir bei dem eben erwähnten Pärchen bleiben, das wir jetzt vielleicht gerade mal nicht erschlagen haben. Nun sind die beiden nicht am Telefonieren, sondern wollen abends ausgehen. Er ist bereits fertig umgezogen, könnte los, sie jedoch noch im Bad und am Schminken. Und er fragt sie nun permanent, ob sie endlich fertig ist.
Dadurch ist sie mehr damit beschäftigt, ihm regelmäßig zu antworten, dass sie gerade noch nicht fertig ist und kommt ihrer eigentlichen Arbeit, nämlich dem Schminken, kaum mehr nach. Ich gebe zu, das ist eine sehr bildliche Darstellung, aber Vergleichbares können wir auch bei Threads finden. Die Lösung für so ein Problem besteht üblicherweise darin, dass nicht ein Thread aktiv den Status eines anderen Threads oder Systems abfragt, sondern sich über geeignete Mechanismen informieren lässt. Wir sehen das gleich beim Thema Monitor bzw. beim Event. So, ich denke, wir haben jetzt ein gewisses Verständnis davon, welches Ungemach uns ereilen kann, wenn wir mit Threads arbeiten. Diese Grundlage ist mir wichtig, damit wir nun im Folgenden in der Lage sind, die uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge hinsichtlich ihres Nutzens im jeweiligen Anwendungsfall beurteilen zu können. Das möglicherweise bekannteste aller Synchronisationswerkzeuge ist die Methode Synchronize. Wir hatten sie ja eingangs kurz beim Deadlock angerissen. Wann immer aus einem Thread heraus auf Elemente der Programmoberfläche wie Buttons, Listboxen, Grids und so weiter zugegriffen werden soll, muss dieser Zugriff mit dem Main-Thread synchronisiert werden. Soweit das bekannte Mantra. Zu dieser Methode nur ein Aspekt, der Delphi seit Version XE2 betrifft. In früheren Delphi-Versionen war Synchronize lediglich eine Prozedur, die genau einen Parameter akzeptierte, eine Referenz auf eine Methode ohne Übergabeparameter. Das führte dazu, dass in vielen Fällen globale Variablen genutzt wurden, um Daten an die zu synchronisierende Methode zu übergeben. Das war gewiss nicht schön, das haben mir auch viele Entwickler genauso bestätigt, da waren wir uns einig. Dummerweise hat das aber hervorragend funktioniert. Tja, und wie das halt so ist mit Lösungen, die funktionieren, sie etablieren sich gerne mal. Etabliert, obwohl eigentlich recht grässlich, ich muss da gerade an jemanden aus der Firma denken. Egal, das führt zu weit. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die neuere Version von Synchronize, der ich eine anonyme Methode übergeben kann. Damit löst sich dann mein Problem mit den globalen Variablen auf. Das möchte ich rasch zeigen, da ich im Gespräch auf den Roadshows von Embarcadero doch immer wieder auf Entwickler gestoßen bin, die diese mehr oder weniger neue Variante von Synchronize noch nicht so recht auf dem Schirm hatten. Schauen wir uns das mal kurz an. Wir haben hier den klassischen Ansatz von Synchronize, also innerhalb eines Threads, der Execute-Methode, wollen wir den Zähler auf der Konsole ausgeben und synchronisieren hier die Methode Zähler ausgeben. Was macht sie da oben? Hier oben steht sie einfach writelnf Zähler. F Zähler ist eine wenigstens für den Thread, ein Thread globale Variable, eine Feldvariable, seien wir mal ehrlich, und enthält dann den Wert von i. Das funktioniert tadellos, aber es ist eigentlich ganz grässlich. Die neuere Variante sehe so aus, dass wir eine anonyme Methode verwenden. Also, so passiert es, wenn man Beispiele schnell vorbereitet. So soll das Ganze natürlich aussehen. Wir synchronisieren den Aufruf von writeln und reichen das i da eigentlich gleich rein. Und wenn wir jetzt mit F9 mal starten, erwarten wir zweimal identische Ausgabe. Es ist klar, es funktionieren beide Wege. Der zweite Weg kommt natürlich ohne die Feldvariable aus. Anzumerken ist, dass Synchronize im neuen wie im alten aufgrund seiner Natur stets sofort blockierend wirkt. Also dieses Ding will sofort in den Main-Thread und seine Arbeit verrichten. Das birgt das Risiko eines Deadlocks, wir hatten es vorhin ganz kurz. Eine mögliche Alternative wäre der Aufruf von tthread.q, welches im Endeffekt auch in den Main-Thread hinein synchronisiert, mit der Ausführung aber so lange wartet, bis der Main-Thread dafür verfügbar ist. Das Risiko eines Deadlocks sinkt dadurch spürbar. Zumindest wenn man sich es erlauben kann, dass diese Ausführung unter Umständen verzögert passiert. Ja, das zum Thema Synchronize. Kommen wir doch mal zu den anderen Werkzeugen. Eines der simpelsten Werkzeuge zur Synchronisierung ist eigentlich die Critical Section. Eine kritische Sektion oder kritischer Abschnitt fasst mehrere Programmzeilen zu einer quasi untrennbaren Einheit zusammen. Der Programmcode innerhalb dieser Sektion kann stets nur von maximal einem Thread zur Zeit ausgeführt werden. Der Daniel Magin erklärte diese kritischen Abschnitte stets mit einer Analogie zu Dixie-Klos. Solange da einer drin ist, müssen alle anderen draußen warten. Und es ist auch immer nur einer drin, zumindest in einer idealen Welt. Greifen wir uns doch mal das Beispiel vom Anfang, die beiden Threads, die fleißig Zahlen addieren.
Da standen wir auch vor dem Problem, dass ein und dieselbe Zeile, die die Addition ausmachte, unterbrochen und von einem anderen Thread fortgeführt wurde. Versuchen wir doch mal, diese Zeile in eine kritische Sektion zu setzen. Wir gehen hier mal zurück. Ich habe das aus Zeitgründen einfach schon mal vorbereitet. Wir sehen hier eine Feldvariable vom Typ T-Critical-Section. Wichtig ist eben, dass alle Threads auf ein und derselben Instanz einer kritischen Sektion arbeiten. Wenn jeder Thread seinen eigenen kritischen Abschnitt erhielte, dann wäre das so, als würde man allen Anwesenden jeweils ihr eigenes Dixi-Klo zur Verfügung stellen. Das mag für den Einzelnen eine durchaus komfortable Situation sein, hat aber mit dem Teilen von Ressourcen so rein gar nichts mehr zu tun. Also, eine gemeinsame T-Critical-Section für alle. Ich realisiere das hier durch eine Klassenvariable, die im Klassenkonstruktor erzeugt wird und im Klassendestruktor wieder freigegeben wird. T-Critical-Section.create und dann die Critical-Section.free. Alles völlig simpel. Wir fangen mal hier ganz bewusst naiv an. Wir werden das Beispiel gleich noch ausarbeiten. Wir sehen mit einem Aufruf von CriticalSection.enter betreten wir die kritische Sektion, die eben hier eingeschlossen ist von den beiden Aufrufen mit Enter und Release. Und wenn wir das Projekt starten, dann erwarte ich das korrekte Ergebnis. Es ist jetzt die Variable ZählerCS, die ausgegeben wird. Lasst mich das gerade nochmal kontrollieren, dass das auch wirklich das ist, was wir hier auf dem Bildschirm sehen. Das ist großartig. Klar, ich starte noch die falschen Threads. Lasst mich das kurz umändern. Es muss natürlich die Thread-Klasse gestartet werden, die auch mit der Critical Section arbeitet. Nochmal mit F9 starten. Und prompt haben wir auch wieder das richtige Ergebnis. Eine Sache ist jetzt allerdings kritisch und zwingend zu erwähnen. Wir gehen also in diesen Abschnitt, in den kritischen Abschnitt rein, machen, was wir immer zu tun haben und gehen aus dem Abschnitt wieder raus. Letzteres, dass wir aus diesem Abschnitt wieder rausgehen, ist essentiell wichtig, denn solange wir das nicht tun, kann kein anderer rein. Da kommt der Margin wieder mit seinen Dixi-Klos um die Ecke. Das würde also bedeuten, dass der andere Thread zur Not bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wartet und es wäre ein klassischer Deadlock. Das heißt für uns natürlich ganz klar, wir benutzen ein Try Finally, um sicherzustellen, dass die kritische Sektion auf jeden Fall wieder verlassen wird. Ja, erwähnt sei noch eine andere Methode, die ich auch bei uns im Wunderland gerne verwende bei kritischen Sektionen. Dieses Enter hier, das versucht eben in den kritischen Abschnitt reinzukommen und wartet, wie wir gerade gesagt haben, zur Not ewig und 3 Tage, bis es da reinkommt. Es gibt noch eine Funktion, die da heißt TryEnter. Die versucht einfach nur, die klopft quasi an und schaut, komme ich rein? Wenn ja, super. Wenn nein, blockiert sie nicht, springt sofort wieder raus und liefert False zurück. Wenn ich es mir in meinem Programmablauf also erlauben kann, auch mal nicht in diesen Abschnitt reinzukommen, dann kann ich das mit TryEnter sehr schön abfrühstücken. Dann könnte man das entsprechend so handhaben. Begin, End. Dass man sagt, naja, falls ich reinkomme, dann arbeite ich auf dem Ganzen. Wenn ich nicht reinkomme, muss ich halt irgendwas anderes machen. Das ist natürlich immer von der Programmsituation abhängig, ob man sich das überhaupt erlauben kann. Aber das ist noch eine sehr schöne Variante, um auch Deadlocks zu umgehen. Wir sehen, dass ein kritischer Abschnitt grundsätzlich sehr einfach zu nutzen ist. Wichtig zu wissen ist, dass eine Critical Section nur innerhalb eines Prozesses genutzt werden kann. Zwei verschiedene Instanzen eines Programms können nicht über die ein und dieselbe Critical Section synchronisiert werden. Ja, von der Critical Section ist es nur ein kleiner Schritt zum nächsten Werkzeug, dem Monitor. Der sogenannte Monitor, repräsentiert in Delphi durch die Klasse T-Monitor, ist ein überraschend flexibles Kerlchen. Er lässt sich in seiner einfachsten Form wie eine Critical Section verwenden, bringt darüber hinaus jedoch noch eine Art Benachrichtigungsfunktion mit. Das bedeutet, dass neben dem gegenseitigen Ausschluss, den wir gerade gesehen haben bei der Critical Section, auch eine Form der Kooperation möglich wird. Diese Kooperation kann zum Beispiel nötig werden, wenn ein Thread auf das Eintreten eines bestimmten Zustandes von Daten wartet und ein anderer Thread für das Herstellen genau dieses Zustandes verantwortlich ist. In so einem Szenario können wir den einen Thread so lange schlafen legen, er ist dann im Zustand suspended, bis der andere Thread mit seiner Arbeit so weit fertig ist, wie es eben nötig ist. Und dann passiert das Entscheidende.
diese eingangs erwähnte Kooperation. Der zweite Thread muss signalisieren, dass seine Arbeit abgeschlossen ist, und dieses Signal weckt dann den ersten Thread auf, damit dieser seinerseits tätig werden kann. Dieses Aufeinanderwarten und Signalisieren von Zuständen ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal des Monitors. Schauen wir uns das kurz im Beispiel an. Springen wir direkt in den Thread hinein. Das ist ein ganz einfacher Thread, auch wieder die Execute-Methode überschrieben. Wir sehen im Wesentlichen bekannte Strukturen. Hier wird mit Enter irgendwas betreten, mit Exit irgendwas verlassen. Ganz starke Parallelen zu der Critical Section. Zwei Dinge fallen auf. Zum einen, wir arbeiten direkt auf der Klasse T-Monitor, sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen. Wir erzeugen keine Instanz davon. Das ist insofern bemerkenswert, da wir ja bei der Critical Section bei Bedarf mehrere Instanzen erzeugt hätten, wenn wir unterschiedliche Bereiche absichern hätten wollen. Wenn man direkt auf der Klasse arbeitet, benötigt man zwingend ein anderes Kriterium, welches man als gemeinsamen Nenner benutzt. Und hier kommt dieser Parameter ins Spiel, das Objekt Log. Hier oben deklariert, vom Typ T-Object, das könnte ein beliebiges Objekt sein. Aber das ist das Ding, das wir als gemeinsamen Nenner benutzen. Das war für mich offen gestanden der mit Abstand verwirrendste Aspekt an den Monitoren. Was bitteschön soll dieses Log, wo es doch vermeintlich gar nichts mit dem Programmablauf zu tun hat und zu einem Überfluss auch gerade nochmal ein T-Object ist, also wirklich viel leisten kann es eigentlich nicht. Weniger geht ja kaum. Dieses Log kann, wie gesagt, ein beliebiges Objekt sein, anhand dessen sich der T-Monitor intern organisiert und seine Zustände verwaltet. Würde ich zwei verschiedene Log-Instanzen verwenden, könnte ich mit dem Monitor zwei verschiedene Bereiche absichern und so weiter. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir wollen ja, dass unser Thread auf das Eintreten einer bestimmten Bedingung wartet. Hier symbolisiert durch eine globale boolsche Variable. While not Bedingung, warte erstmal. Was jetzt auf den ersten Blick aussieht wie ein klassisches Busy Waiting innerhalb dieser While-Schleife, ist tatsächlich das Schlafenlegen des Threads. Denn wir rufen die Methode Wait des Monitors auf, erneut mit unserem Log-Objekt und übergeben als zweiten Parameter den Wert Infinite. Der zweite Parameter ist ein Zahlenwert, da können wir angeben, wie lange wir zu warten bereit wären. Infinite ist Maxint und das ist reichlich. Der Monitor macht nun exakt zwei Dinge. Beide sind essentiell. Er legt diesen Thread schlafen, also in den Zustand Suspended, und er gibt das Log-Objekt vorläufig frei. Dass er das tut, ist wichtig, denn erst jetzt ist der Weg frei für denjenigen, der den gewünschten Zustand herstellen soll. Hätten wir den Log behalten und uns schlafen gelegt, wäre das wieder ein klassischer Deadlock. Wechseln wir jetzt mal kurz ins Hauptprogramm. Hier werden gleich drei unserer Threads erzeugt und, wie wir eben gesehen haben, direkt schlafen gelegt. Sie laufen in das Execute rein und direkt in das Wait. Danach betritt das Hauptprogramm seinerseits den geschützten Block. Das kann es ja jetzt tun, weil die drei Threads diesen Block wieder freigegeben haben, während sie schlafen. Und das Hauptprogramm referenziert dabei jetzt auch den von den Threads genutzten Log. Das hier ist ja genau der gemeinsame Nenner für sie alle. Ja, jetzt wird einfach die Bedingung auf True gesetzt und, ganz wichtig, die Threads werden darüber benachrichtigt. Und das geschieht über die Methode PulseAll. Auch hier wieder unter Angabe des Log-Objektes. Alle Threads, die genau auf dieses Log-Objekt und auf keinem anderen hängen, werden jetzt aufgeweckt. Wechseln wir gerade mal rüber wieder zu den Threads. Das Wait kehrt also zurück, diese Zeile hier. Die While-Schleife wird verlassen, weil die Bedingung ja mittlerweile zutrifft. Und der Thread nimmt seine Arbeit auf. Hier jetzt nur eine Zeile. Und dann verlässt er den geschützten Abschnitt auch wieder. Ja, das ist eigentlich der gesamte Trick am Monitor. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass auch ein Monitor, ähnlich einer Critical Section, nur innerhalb eines Prozesses arbeitet und eben nicht prozessübergreifend. Achso, F9, ja, einmal kurz tapfer ausprobiert. Das soll natürlich auch funktionieren. Ich drücke mal Enter. Alle drei Threads sind aufgewacht und das Hauptprogramm sagt, es ist fertig. Es ist ziemlich genau das, was wir hier sehen.
Also da ist kein großes Geheimnis dahinter. Entscheidend ist halt dieses Log-Objekt, das der gemeinsame Nenner ist für alle, die auf diesem Log arbeiten. Ich kann mir ein zweites, drittes, viertes, fünftes Log-Objekt instanzieren, wenn ich eben 2, 3, 4, 5 verschiedene Bereiche absichern möchte. Gut, wir hatten ja gesagt, der Monitor ist nicht prozessübergreifend. Vielleicht greifen wir dieses Stichwort direkt mal auf. Kommen wir doch mal zu den Synchronisationswerkzeugen, die nicht nur innerhalb ein und desselben Prozesses, sondern auch über deren Grenzen hinaus funktionieren. Lasst uns einen Blick auf den Mutex werfen. Ein Mutex gewährt oder verweigert, ähnlich wie eine Critical Section, exklusiven Zugriff auf einen zu schützenden Abschnitt. Dabei ist ein Mutex allerdings ein vom Betriebssystem bereitgestelltes Werkzeug, welches, anders als die Critical Section, auch prozessübergreifend funktioniert. Und diese Eigenschaft ist es eben, die den Mutex maßgeblich von der Critical Section oder auch vom Monitor unterscheidet. Ich mache das Demo gerade mal auf. Wenn mehrere Prozesse oder auch Threads auf ein und denselben Mutex zurückgreifen sollen, dann ist das keine Wissenschaft, die dahinter steckt. Man verpasst dem Mutex, mache das gerade mal ein bisschen breiter hier, beim Erzeugen einfach einen eindeutigen Namen. Wie eben erwähnt, wird ein Mutex letztlich vom Betriebssystem zur Verfügung gestellt und in diesem Fall dann auch unter seinem Namen dort registriert. Kommt nun ein zweiter Prozess oder Thread und möchte einen Mutex mit genau diesem Namen erzeugen, dann bekommt er keine neue Instanz, sondern eine Referenz, genau genommen das Handle, auf den bereits bestehenden Mutex. Und schon arbeiten die beiden auf ein und demselben Mutex. Die Identifikation erfolgt also über den Namen und damit ist das Ding systemweit verfügbar. Der Rest ist dann an der Critical Section sehr ähnlich, sogar die Methoden tragen fast dieselben Namen. Hier unten wird sie benutzt. Acquire oder Enter, Release und Exit. Das sind so Begriffe, die uns immer wieder in diesem Kontext begegnen. Wie auch bei der Critical Section haben wir hier eine Wait-For-Methode, wenn wir das möchten. Wir könnten also auch angeben, wie lange wir zu warten bereit sind. Ja, also der Mutex ist quasi die Systemvariante der Critical Section. Und wenn die beiden schon so viele Parallelen aufweisen, wie entscheidet man sich denn dann für das eine oder das andere? Ganz einfach. Wie gesagt, besteht der fundamentale Unterschied darin, dass der Mutex prozessübergreifend funktioniert und die Semaphore eben gerade nicht. Sollten wir die Anforderung haben, über Prozessgrenzen hinweg synchronisieren zu müssen, dann stellt sich die Frage ja gar nicht mehr. Dann nehmen wir den Mutex. In praktisch allen anderen Fällen greifen wir zur Semaphore, und zwar aus Gründen der Performance. Der Mutex hat durch seine prozessübergreifenden Eigenschaften deutlich mehr Verwaltungsaufwand als die Critical Section. Und das macht sich in der Laufzeit deutlich bemerkbar. Ich habe hier ein und dieselbe Aufgabe einmal mit einem Mutex programmiert und hier einmal mit einer Critical Section. Die Herangehensweise ist genau dieselbe. Und wenn wir uns das im Quellcode mal anschauen, ich erzeuge 3 Threads mit dem Mutex, 3 mit der Critical Section. Und wir schauen uns einfach mal an, wer hat eigentlich wie lange gebraucht, um zum Ziel zu kommen. Ich drücke mal tapfer F9, wir schauen, was passiert. Es ist ein schwarzer Bildschirm, es ist kein Deadlock. Dum 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 dum. Muss ich jetzt noch einen alten Sinatra-Song anstimmen? Na, komm her. Na, der Mutex erlöst mich. So, was haben wir denn jetzt hier? Die Zähler sind in beiden Fällen korrekt und richtig, aber die Laufzeiten sind natürlich substanziell unterschiedlich. Der Mutex hat etwas über 10.000 Millisekunden gebraucht, während die Critical Section hier mit 83 Millisekunden daherkommt. Das sind jetzt natürlich Werte spezifisch für meinen Rechner, das ist ganz klar. Es geht auch nur um die Größenordnung dieser Werte. Also die Critical Section ist deutlich performanter. Das nur für den Hinterkopf. Kommen wir flugs noch auf einen anderen spannenden Vertreter zu sprechen, den Semaphore. Der Semaphore klingt nicht nur verheißungsvoll, sondern ist in der Lage, nicht nur einem, sondern gleich mehreren Threads gleichzeitig Zugriff auf geschützte Ressourcen zu gewähren. Ganz klassisches Beispiel ist ein Connection Pool zu einer Datenbank.
Hier könnte ich zum Beispiel drei Connections verfügbar haben und könnte demzufolge bis zu drei Threads gleichzeitig den Zugriff gewähren. Gucken wir uns das doch gerade mal an. Es ist ja vorbereitet. Hier wird eine Semaphore erzeugt. Bei der Initialisierung des Semaphors wird definiert, wie viele Ressourcen insgesamt verfügbar sind, beispielsweise drei Connections, und mit welcher Anzahl an freien Ressourcen gestartet werden soll. Das sind diese beiden dreien hier. Drei vorhanden, drei frei. Wir arbeiten wieder auf einer gemeinsamen Instanz, die hier erzeugt wird. Wir sehen den Initialwert und den Maximalwert, beide habe ich mit 3 angegeben. Auch die Semaphoren funktionieren auf Wunsch prozessübergreifend, werden ebenso wie der Mutex über ihren Namen eindeutig identifiziert. Wird ein Semaphor lediglich innerhalb eines Prozesses verwendet, so kann der Name auch leer bleiben. Der ist dann völlig uninteressant. Ja, die weitere Verwendung des Semaphors ist mit dem, was wir mittlerweile wissen, recht simpel. Gucken wir uns das hier mal an. Rein mittels Acquire, raus mittels Release und dazwischen können wir uns austoben. Hier unwriteln und ja, und hier das Sleep 3000, das steht eben stellvertretend für die Arbeit, die verrichtet wird. Schauen wir uns gerade mal das Hauptprogramm an, wie das jetzt mit diesem Thema umgeht. Wir erzeugen dreimal diesen Thread, lassen ihn arbeiten und beenden das Programm dann wieder. Wir wissen, dass wir drei Ressourcen zur Verfügung gestellt haben. Ich erwarte jetzt also, dass, wenn wir F9 drücken, alle drei Threads sofort zum Zug kommen, ist aktiv. Wir haben hier diesen Sleep 3000. Es dauert ein bisschen, aber irgendwann kommt dann die Meldung, ist fertig. So, was passiert, wenn wir jetzt mehr Threads als Ressourcen haben? Wir haben jetzt plötzlich 5 Threads, aber nach wie vor nur 3 Ressourcen. Wir schauen uns das mal an. Die ersten 3 Threads kommen natürlich wieder sofort zum Zug und dann mit einer leichten Verzögerung hinterher nochmal die nächsten beiden, die dann eben die frei gewordenen Ressourcen aufpicken. Ja, das zum Semaphor. Meine Güte, die Zeit rennt. Lasst uns abschließend einen Blick auf das Event werfen. Es kombiniert vieles von dem, was wir bis eben gesehen haben. Die Klasse T-Event kapselt ein prozessübergreifendes Signal, welches bei Erreichen eines bestimmten Zustandes aktiviert werden kann. Ein Event kann, sofern es prozessübergreifend genutzt werden soll, auch wieder unter einem eindeutigen Namen erzeugt werden. Und auch hier gilt, wird ein Event nur innerhalb eines einzigen Prozesses verwendet, kann auf den Namen verzichtet werden. Ja, analog zum Monitor kann eben ein Programmteil mit einem Event auf das Eintreten eines Ereignisses warten. Das Warten selbst ist zwar blockierend, ganz klar, aber eben ohne CPU-Last. Es ist also kein Busy Waiting. Schauen wir uns das Beispiel gerade mal an. Hoho! Endlich mal ein Beispiel mit grafischer Oberfläche. Ihr seht, dass ich weder Kosten noch Mühen gescheut habe. Schauen wir mal kurz auf den Code. Hier unten erzeugen wir die Instanz vom Event, in dem Fall auch wieder mit einem eindeutigen Namen. Und ganz unten gebe ich das Event auch wieder frei. Vorher setze ich es noch zurück. Das mache ich eigentlich ganz gern, denn es ist immer ein bisschen blöd, wenn das Event noch aktiv ist, irgendein Thread möglicherweise darauf herumhampelt und wir es einfach freigeben. So, darüber haben wir die Execute-Methode des Threads. Hier sehen wir auch eine Anwendung von Wait For mit dem Parameter Infinite. Also der Thread wäre bereit, reichlich lange zu warten im Zweifelsfall. Und wir prüfen halt jetzt diesen Rückgabewert von Wait For, ob wir wirklich reingekommen sind, ob das Event oder das Ereignis signalisiert wurde, ob das Signal gekommen ist. Und wenn ja, können wir unsere Arbeit verrichten. Hier wieder mit dem Synchronize, wieder mit dem Schlafen. Das funktioniert eigentlich alles wie gehabt. Schauen wir kurz, was im Hauptformular passiert. Über den Button Create Thread erzeuge ich einfach einen Thread, der dann hängt und auf das Eintreten des Ereignisses wartet. Da können wir gleich mal 2, 3 erzeugen. Über setEvent gehe ich über unsere Instanz des Events und signalisiere also das Eintreten des Ereignisses. Und ich kann das Ganze auch wieder zurücksetzen, die Fahne wieder reinholen quasi und das Event resetten. So, was passiert jetzt? Starten wir das Ganze mal. Ich erzeuge 1, 2, 3 Threads. Setze das Event und setze es auch wieder zurück. Alle drei Threads, hier identifiziert über ihre Thread-ID, haben eine Benachrichtigung erhalten.
Das geht jetzt beliebig häufig und die Threads warten also, dass etwas Bestimmtes passiert. Ja, und das geht jetzt eben auch mit mehreren Prozessen. Wenn ich das Delphi mal zur Seite schiebe und besagtes Beispiel einfach mal mehrfach starte. Mir geht jetzt bei dieser Auflösung ein bisschen der Platz auf dem Schirm aus, aber möglicherweise kann ich das Ganze irgendwie so anordnen, dass es passt. Also in dieser Instanz machen wir mal zwei Threads, hier machen wir auch mal zwei Threads, hier auch und da auch. Jetzt hat also jeder dieser Prozesse jeweils ein bis zwei Threads, die auf das Ereignis warten. Und es ist völlig egal, wo ich es auslöse. Sie alle haben davon Kenntnis erlangt. Das ist eigentlich ganz spannend. Ich setze es wieder zurück und die Threads hören auf zu arbeiten. Ist also durchaus faszinierend, wie das Ganze auch prozessübergreifend funktioniert. Ja, dieses Webinar neigt sich dem Ende zu. Selbstverständlich könnte man über Threads tagelang reden, das ist ganz klar. Ich hoffe, dass ich euch hier dennoch ein paar Werkzeuge an die Hand geben konnte, die euch in eurem Alltag von Nutzen sein können. Die in Delphi jetzt enthaltene Threading-Bibliothek macht den Einstieg in das Thema natürlich deutlich leichter. Aber das Grundverständnis für die Fallstricke einerseits, aber auch die daraus erwachsenen Möglichkeiten andererseits, muss man einfach haben, um souverän mit Threading-Bibliotheken, egal welchen, umgehen zu können. Mit Threads zu arbeiten gehört definitiv zu den anspruchsvolleren Aufgaben und wenn dem einen oder anderen die Übung noch fehlen sollte, kann ich euch nur ans Herz legen, mit kleinen Beispielen wie hier anzufangen und sich die spannende Welt der Programmierung mit Threads zu erschließen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und Erfolg. Für Fragen stehe ich euch jetzt gleich im Live-Chat oder auch später jederzeit in der Delphi-Praxis gern zur Verfügung.